Und weiter geht's mit Assassin's Creed Revelations. In der letzten Folge sind wir nach Kappadokien gereist. Ich muss den Witz bringen. Und haben wir uns eine Verbündete? Haben hier eine Verbündete getroffen von Tariq Baletti, die wir vor 2 Folgen ermordet haben, obwohl er nicht auf unserer Seite war. Ups, passiert. Und wir sollen uns mit der netten Dame hier treffen. Habt ihr das mitbekommen? Wir schnappten noch einen Spion des Sultans. Ein Weibsbild diesmal. Verkleidet als Dirne niederer Herkunft. Nun schickt er schon die Haremsmädchen, was? Dem Sultan gehen wohl die Krieger aus. Wohin brachtet ihr sie? Rein, ins Gefängnis. Aber sie hält nicht lange durch. Nicht unter Shakulos Aufsicht. Die Spionin, die mir aus dem Weg ging. Ein schöner Titel. Die Spionin, die Lara, wurde von den Byzantinern entdeckt und gefangen genommen. Ihr Schicksal ist ungewiss. Finden und retten Sie die Lara, bevor es zu spät ist. Niemanden töten. Ach. Da ist ein Bombentypi. Ach, wie soll ich denn richtig sitzen heute? Es ist ungewohnt, so viel Platz heute zu haben. Gestern den ganzen Tag so eingeengt gewesen. Ach, Mann. Es ist ungewohnt, dass man Opel plötzlich wieder Platz hat. Wie lange noch, bis meine Soldaten mit diesen Waffen umgehen können? Höchstens ein paar Wochen. Die Janitscharen wissen, dass ich sie betrogen habe. Doch verfügen sie über die Mittel, sich zu rächen. Fraglich. Des Sultans Zwist mit Selim beansprucht ihre Aufmerksamkeit. Was ist das für ein Gestank? Entschuldigt, Manuel. Diese osmanischen Gefangenen sind leider oft so zerbrechlich. Shakulo, so mäßig doch euren Ärger. Für wahr, der Sultan erniedrigt euer Volk. Doch das ist kein Grund, auf Menschen zu spucken, die am Boden liegen. Ihr da, holt die Frau aus dem Gefängnis und bringt sie zur Kapelle. Shakulo, ich habe keinen Schlüssel. Finde ihn. Wer hat den Schlüssel? Du? Ich glaube, Nikolaus hat ihn. Er hat frei und ist auf dem Markt. Christemo, ich würde ihm gern einen Speer durch den Leib jagen. Die Markin und die Wache finden, der im Besitz des Gefängnisschlüssels ist. Wird gemacht. Sperrgebiet verlassen. Hopp. Guten Tag, der Herr. Da ist ein Arzt, den ich mal ganz kurz aufsuche, um einfach mal meine Vorräte aufzustocken. Oh, die Vorräte sind fast noch voll. Macht es mir was? Aber passt in Zukunft besser auf. Da oben ist einer. Genau. Ich muss da nicht hoch. Ah, jetzt weiß ich, was ich suche. Da läuft der. Da ist er lang. Also rechts abgebogen, das ist eine Arena, richtig? Richtig. Und das ist der da. Wow. Das war jetzt gerade geraten. Komm schon. Das habe ich gesehen. Du wirst nicht entkommen. Welche Richtung? Katara. Was? Die haben mich dabei erwischt. Verdammt. Hier, da ist einer, was der ist schlecht. Da? Heiliger Xenophon. Wo kommen all diese... Ach, schön. Ich konnte einfach wegrennen, weil sich so ein paar Wachen gar nicht für mich interessiert haben. Interessant. Ich hab mich gerade hier. Oh, die beiden. Die beiden sind ganz böse. Du entkommst mir nicht. Verdammt! Ich sehe ihn nicht mehr! Ja, wir gehen einfach ins Sperrgebiet. Verdammt. Die standen so halb im Sperrgebiet, deswegen haben die mich gesehen. Hier ist aber niemand mehr, ne? Alle weg. Alle ausgeflogen. Schade. Ihr habt euch Zeit gelassen. Gern geschehen. Amana Lachim.
Was ist das? Nicht alle wurden gefangen genommen. Arme Männer. Alasi Tsikutsasin. Der turkmenische Abtrünnige war das. Shakulu. Ich bring ihn um! Wartet. Ach, diese Dame. Och Mann, ist die nervig. Immerhin habe ich das geschafft. Die Spionin, die mir aus dem Weg ging. Wie das einfach passt. Uno momento. Ach. So. Ach, ich weiß. Ich wundere mich, warum ich so unbequem, also ungewohnt sitze für Aufnahmen. Ich habe das Kissen nicht unterm Hintern weggemacht. Ach. So, jetzt kann es weitergehen. Ja, jetzt sitze ich so, wie ich sitzen möchte. Perfekto. Ein seltsamer Umhang. Ich kann hier keinen Fallschirm verwenden. Was? Ich darf ja töten. Es ist ja außerhalb einer Mission. So. Keine Angst, wir kriegen den Mistkerl. Ja, wer will? Wer will? Wer will? Lass mal den da mit dem Speer. Nein. Keine Sorge, er kommt nicht weit. Sollte hier weg. Naja. Euch kann ich kontern. Sag ich ja, euch kann ich ohne Probleme kontern. Okay, der eine ist weggelaufen, sehr gut. Handwerkszeug der Gesetzlosen. Ach. Oh, da ist ja schon wieder einer. Lass mich einfach in Ruhe, dann lasse ich euch auch in Ruhe. Da ist der Fels in der Mitte. Da-dam, 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 da-dam. Die nächste Arena. Würde ich gerade, ist die hier auf dem Hausdach? Ja, ist sie. Hopp. Und guten Tag, meine Lady. Eure Mitarbeit lässt zu wünschen übrig. Ich kam, um meine Männer zu retten, nicht um Freunde zu finden. Genau dort. Die Rüstung ist zu dick für Kugeln. Ich werde sehr nah ran müssen. Janos, wir müssen ihm helfen. Shakulu foltert die übrigen osmanischen Gefangenen. Eliminieren Sie Shakulu, bevor weitere von ihnen sterben. Der Abtrünnige ist die Mission. Der Abtrünnige, ist das nicht ein Online-Charakter gewesen? Ich glaube ja, Shakulu war ein Online-Charakter, den man spielen konnte. Volle Synchronisation, Janos darf nicht mehr als die Hälfte seiner Gesundheit verlieren. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Und tschüss, Shakulu. Lief gut. Gefällt mir. Männer, die aus Freude zum Mörder werden, verdienen keine Gnade. War wohl nichts. Der ist wohl ein bisschen stärker als gedacht, Herr Ezio. Was zum Teufel? Jetzt bist du erledigt. Ja. Wer will? Komm. Ich bin ein Mann. Nein, eine Frau am Arm.
Habt ihr gesehen, wo er hin ist? Dein Stündlein hat geschlagen! Komm her! Ach, du bist angeschlagen. Kachetin! Ich hab ihn aus den Augen verloren! Er hat einfach mal so eine komplett andere Stimme plötzlich. Ja, dort! Komm her, greif nochmal. Das war's. Senchoka Shadilara. Könnt ihr gehen? Evet. Die Gewehre, die ihr brachtet, sie sollten zerstört werden. Die meisten funktionieren gar nicht. Nur das Schießpulver ist echt. Das konnten wir nicht fälschen. Bene. Bleibt außer Sicht, bis ihr die Explosion hört. Dann rennt ihr. Explosionen? Wenn ihr das tut, ist hier die Hölle los. Das wird die ganze Stadt aufschrecken. Sie. Genau das möchte ich. Und was dann? Dann suche ich Manuel Palaiologos. So. Das hätten wir. Einen Arzt nochmal. Medikament. Apothekenbedarf. Wenn wir schon mal hier sind. Nee, ich bin. Das sollte erstmal genügen. Aber passt in Zukunft besser auf. Dass denen das immer noch nicht auffällt, dass ich hier rumlaufe. Ein SC-Auditore sollte relativ. Den Leuten auffallen. Vor allem den Byzantinern, als sie Staatsfeind Nummer 1 ist. Nur so anmerkungshalber. Da hoch muss ich. Ja. Cigar, Cigar! Das ist Schießpulver, kein Mehl! Verstanden! Yeah, wir dürfen dann nochmal hochklettern. Abrüstung! Die Waffen des Osmorn wurden weggeschlossen. Dringen Sie in das Waffenlager ein und zerstören Sie das Schießpulver. Keinen Schaden nehmen! Werde ich nicht schaffen. Sag ich jetzt direkt. Schafft man nur mit hoher Konzentration und voller Aufmerksamkeit. Da rennt's lang. Hopp, hopp. Hinauf mit uns. Also hopp. Das hätten wir. Also hopp, hopp, hopp. Deswegen sagte ich, man darf nicht rechts abbiegen, weil man hier nochmal ankommt. In der letzten Folge. Mir ist auch schon mal passiert, dass das hier runtergefallen ist. Dann durfte man nochmal alles neu machen. Die Brandbombe finden. War was? Nein. Auf ihn! Ergreift den Bastard! Da! Tötet ihn! Ja. Deswegen gebe ich die große Waffe, weil ansonsten hat man hier ein ganz großes Problem. Da sind wir durch, da sind wir durch. Das ist die Brandbombe. Oh! Nice! Funktioniert? Das wirst du noch entkommst. Ach, hab ich mir jetzt selber weh getan. Ich hab mir fucking selber weh getan in der ganzen Situation. Ich bin so schlau.
Aha. Oh. Kein Aha. Das war auf einem Wiedersehen. Ich sehe hier noch mehr. Ja. Sag mal, wo legst du denn? Ich geb immer den alten Sprach mit zu Tage. Nein. Komm. Das ging gut. Hab mich gut durchgemetzelt. So, waren das alle oder stehen da unten immer noch welche? Nein, das waren alle. Gut. Das waren alle. Jetzt macht es bumm. Ja, und dann kracht's. Alle schreien. Der Müller hat's gemacht. Weil der Müller hat's wieder gemacht, glaub was. Oder? Ich weiß es nicht. Wir richten erstmal einen. Oh, kein Schaden nehmen, hab ich so gut geschafft. Was zum Teufel geht hier vor? Verrat, Manuel. Ihr müsst in Deckung gehen. Geh mir aus dem Weg. Bürger. Soldaten. Wart die Fassung. Lasst euch nicht leiten von Furcht. Wir sind die wahren Hüter von Konstantinopolis. Wir sind die Herren dieses Landes. Wir sind Byzantiner. Kurayo. Seid standhaft! Lasst niemanden eure... Ach, Skatter! Haltet den Mann! Schickt ihn nieder! Was? Wie? Keinen Schaden nehmen! Wollen wir keine Gesundheit verlieren? Ja, Manu Palaios versucht, seine Leute im Chaos der Explosion zu beruhigen. Oh, eine gute Gelegenheit, ihn zu eliminieren und den letzten Massivstoffel zu beschaffen. Dann ist er. Da! Pack die! Hurensohn, holen wir uns! Halalalalala. Lalalalala. An uns kommt ihr nicht vorbei. Ja. Nice, weil er nicht da hochklettern wollte. Blöder Idiot. Hat er es geschafft? Egal. Darum geht's ja nicht. Und denkt nach. Denkt an die Leben, die ihr heute zerstört habt. Die Anarchie, die ihr hier seht. Wie war das? Wo sind die Schützen? Verdammt, ihn zu fallen! Wir schnappen ihn auch so. Was? War das mit Schnappen? War ein Zufall. Ich bin darüber geklettert und ihr nicht. Oh, ein Hafen. Hallo Manuel, wir haben hier was zu besprechen. Ihr nutzt ein armes und vertriebenes Volk für eure eigenen vergeblichen Pläne aus. Doch wir kämpfen für Würde, Assassine. Wir kämpfen für Frieden in diesem geschundenen Land. Die Templer reden immer schnell vom Frieden, doch lösen sich nur langsam von der Macht. Weil nur Macht Frieden schafft, Vlaka. Anders kann es nicht funktionieren. Das Volk ginge unter ohne eine starke Hand, die es führt und es auf Linie hält. Da ist es. Das Monster, das ich töten will. Das habt ihr euch leichter vorgestellt, hm? Ich hätte Konstantins Nachfolger sein sollen. Ich hatte so viele Pläne. Eure Träume sterben mit euch, Manuel. Euer Reich ist nicht mehr. Aber ich bin nicht der Einzige mit dieser Vision, Assassine. Der Traum unseres Ordens ist universell. Osman Byzantiner. Das sind nur Namen, Kostüme und Fassaden. Unter dieser Hülle sind alle Templer Teil derselben Familie. Genug geplaudert. Gebt mir den Schlüssel von Masyaf. Dann nehmt ihn. Nehmt ihn. Und sucht euer Glück. Seht, ob ihr auf 100 Schritte an diese Bibliothek herankommt, bevor einer von uns euch erledigt. Ja, war nichts. Armer Manuel, letzter der Paläologie. Ich hätte ihn die Masyaf-Expedition nicht führen lassen dürfen. Er war ein arroganter Mann. Schwerlich auf Kurs zu halten. Ihr enttäuscht mich, Ahmed.
Warum die Templer? Weil mich diese sinnlosen Blutfäden ermüden. In denen Vater gegen Sohn steht und Bruder gegen Bruder. Um wahren Frieden zu erreichen, müssen die Menschen als Einheit denken. Und unter einem Vordenker. Die Geheimnisse im großen Tempel werden uns genau das geben. Und Altair wird uns dorthin führen. Irrglaube. Altairs Geheimnisse sind nicht für euch. Ich möchte nicht argumentieren, Ezio. Ich bin wegen der Masyaf-Schlüssel hier. Ach, gibt es etwa mehr als den einen? So habe ich gehört. Vielleicht frage ich jemanden, der es besser weiß. Sophia Sator. Heißt sie nicht so? Sie weiß nichts. Lasst sie in Ruhe. Wir werden sehen. Ich bringe euch um, wenn ihr sie anfasst. Das würdet ihr versuchen. Flucht. Aber machen wir die in der nächsten Folge? Nein, wir machen die jetzt noch. Komm, heute mal ein bisschen länger. Jetzt habe ich nicht vorgelesen, was da stand. Ezio, du hast dein Schwert nicht ausgerüstet. Danke. Das war jetzt gerade ein bisschen schwierig. Handhaben. Nein. So. Dann nichts weg hier. Los! Nein, lasst mich. Es brennt ein wenig. Ja, so eine Höhle, wo, wenn da Rauch entwickelt, der zieht ja nicht ab. Upsi. Da hat wohl Herr Ezio einen Fehler in seinem Plan bedacht gehabt. So. Ja. Wollte eigentlich laufen, aber gut. Da runter. Oh, da ist Sackgasse. Verdammt. Das habe ich jetzt nicht gesehen, dass da Sackgasse ist. Wir sind schon am Rand. Da runter. Ja. Da oben ist der Ausgang. Kurz heilen. Ja, da ist der Eingang. Oh, beziehungsweise der Eingang. Wo wir reingekommen sind, ist hier oben. So. Nichts wie raus hier. Ups, wir haben etwas Blödsinn angerichtet. Oh. Ja. Kommt. Ihr wollt es so, dann kriegt ihr es so. Ist ja selber schuld. Ich wollte gerade einen Kumpel kontern. Da kräft man mich nicht von hinten an. Nein. So. Aber, Flasche, gehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.